Mein Name ist Hanne Brenner. Ich komme aus Wachenheim in Rheinhessen in der Nähe von Worms und ich bin Dressurreiterin. Das Ziel ist immer 4 Jahre lang die nächsten Paralympics. Das wären meine 5. jetzt und natürlich habe ich dieses Ziel auch im Auge. Meine Erinnerungen an London sind ganz besonders, weil London letztendlich das wiedergespiegelt hat, dass England eine Reiternation ist. In Erinnerung bleibt mir eben vor allem diese Stimmung, aber eben auch natürlich, dass es einfach super geklappt hat, obwohl ich 2-mal tatsächlich Fails hatte, sprich ein Blackout, wenn man so will. Und die Stute so genial lief, dass wir es immer noch geschafft haben, trotzdem Gold zu erreichen, womit ich niemals gerechnet hätte. Bei mir gibt es einen großen Wechsel, weil meine Stute eben nicht mehr mitkommen wird. Die ist jetzt 21 und super fit, aber aufgrund des Alters ist den Verantwortlichen und uns vielleicht auch ein bisschen natürlich auch die Gefahr bewusst, die damit verbunden ist mit der langen Reise. Und deswegen muss ich umsatteln, muss und möchte ich umsatteln auf unseren 11-jährigen Trakehner-Wallach. Kavango heißt er, genannt Kiwi. Es ist einfach wirklich eine Herausforderung mit einem anderen Pferd, was ganz anders ist und auch nicht so ganz einfach ist. Der Kiwi hat durchaus so seine Eigenheiten. Er ist ein hochsensibles Pferd, der manchmal so ein bisschen langsam ist und diese Mischung ist schwierig. Ich möchte letztendlich das zeigen, was wir können zwischendrin und immer mal wieder und auch schon in Prüfungen zeigen konnten, dass ich das schaffe, eben mich mit ihm so vorzubereiten, dass da so eine Sicherheit da ist und wir dann letztendlich das wirklich bringen können, was wir uns zusammen erarbeitet haben.